Am Ende von Folge 1 haben wir nochmal drastisch unsere Strategie zu unseren Preisen im Park geändert. Oh ja. Ob das aufgehen wird, sehen wir jetzt in Folge 2. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zurück. Hallo. Ich hoffe, ihr genießt die freien Tage und chillt schon auf dem Sofa oder im Bett. Oder. Das mache ich auf jeden Fall gerade, während ihr das guckt. Während ihr das guckt. Ich gucke es auch, während ihr das guckt, gucke ich es auch auf dem Sofa. Ja, wir haben gerade eben die Erkenntnis gehabt, was Lisa eigentlich jetzt schon seit der gesamten Folge 1 gesagt hat, dass wir die Preise reduzieren, um vielleicht ein paar mehr Leute in den Park zu kriegen. Ich habe mich da etwas leiden lassen von einigen von Videos, deiner Gier. Von einigen Videos, die ich geguckt habe, wie man am meisten Geld macht. Aber das Problem ist tatsächlich, unser Ziel war nicht, am meisten Geld zu machen, sondern Besucher im Park. Und man muss sagen, wirtschaftlich geht es uns ja auch gut. Ja, also, ab 14.000 haben wir jetzt sogar schon. Holy shit. Ich finde, es spricht ja auch nichts dagegen, parallel immer noch mal wieder den Preis des Parks an sich ein bisschen zu erhöhen. Aber die Attraktionen sollten einfach kostenlos sein. Aber dann müssen wir auch nochmal fragen, ob unsere Warteschlangen lang genug sind. Ja? Ich finde, da hast du nämlich an manchen Stellen auch ein bisschen gespart. Ja, da werde ich mich ein bisschen mehr jetzt nach deinen Wünschen richten, wo wir jetzt meine Wünsche umgesetzt haben, was die Preise angeht. Guck mal, Rocket Twister ist direkt wieder voll, jetzt wo es ein bisschen günstiger ist oder kostenlos. So, und jetzt brauchen wir das nächste Highlight. Wie kriegen wir mehr Leute? 505, wir brauchen 650. 650. Wir sind schon im zweiten Jahr, also wir sollten mindestens dieses kontinuierliche Wachstum auf jeden Fall haben, um unser Ziel auch zu erreichen. Ja, aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, 505, war das jetzt schon nicht... Nee, okay, der Graf sagt nein. Das sah jetzt gerade schon für mich so aus, als steigt das jetzt schon schneller an. Als guck mal, 509, 510. Ja. Schneller als vorhin noch. Mensch. Weißt du was, ich sag, soll ich dir was sagen? Was denn? Jetzt sind wir wieder bei 508. Wollen wir mal was richtig Riskantes machen? Schieß los. Wollen wir mal versuchen, den Eintritt des Parks kostenlos zu machen? Okay. Das heißt, wir machen jede Stunde Minus. Mhm. Aber vielleicht erreichen wir dadurch schneller die 650 Zuschauer, als dass wir pleite sind. Oh, das ist interessant. Das Ding ist halt nur, es ist ja auch in Verbindung mit Oktoberjahr 3, ne? Ja. Ich glaube, das endet nicht eher als Oktoberjahr 3, die Mission. Oh. Das heißt, es geht auch darum, dass so ein bisschen kontinuierlich zu leveln. Okay. Sollten wir jetzt noch nicht machen. Gut, na gut. Jetzt sollten wir lieber eine richtig geile Attraktion bauen. Oh, das sieht so hässlich aus hier. Hast du das nicht vorhin noch verteidigt und gesagt? Nee, ich habe schon da gesagt, dass ich das nicht so geil finde, aber ich kann es nicht ändern. Es dauert echt ganz schön lange und das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, bis man die ganzen geilen Attraktionen bekommt. Loren-Achterbahn haben wir schon, dann bauen wir jetzt eine Holzachterbahn, ne? Die Strecke besteht aus laminiertem Holz, auf dem eine flache, stählerne Schiene verläuft und wird unterstützt durch eine tragende Holzkonstruktion. Die Wagen werden durch Räder gehalten, die unterhalb der Innenkanten der Schienen eingehängt sind. Ich habe noch nie gelesen, dass da so ein Beschreibungsteil steht. Das finde ich ja auch immer noch irgendwie am schönsten, die Vorstellung, dass man für solche Spiele Beschreibungstexte schreibt. Ja. Das finde ich richtig geil. Gut, die bauen wir. Dass da irgendjemand saß und sich sehr, sehr viel Mühe... Ja. Alter, ist die riesig. Wollen wir selber eine bauen? Nein. Nein? Sicher? Warte, wir gucken kurz, was es da so für Features gibt. Oh, guck mal, die hat sogar so ein Zelt da. Wollen wir nicht selber eine bauen? Die werden nie so schön wie die vorgefertigten. Aber, ach, haben echt immer Probleme mit... Ja, ich glaube, unsere Mechaniker sind einfach nicht... Sollen wir denen mal eine Gehaltserhöhung geben? Kann man das machen? Meinst du, die werden dann besser? Nee. Schade. Unsere Achterbahn sind permanent defekt. Ey, lass mal unsere Mechaniker eine Gehaltserhöhung geben. Oh, der Eintrittspreis ist günstig. Aber Obwohl. Der ist immer noch bei 20, ne? Ja. 25. Na gut. Wenn die das schon sagen, finde ich, kann man es immer machen. Na gut. Also, du willst keine. Gut, dann bauen wir. Welche willst du denn? Welche da hinten passt? Oder Woodship. Guck, welche da am besten hinten passt. Die wird komplett auf. Lisa, die wird komplett auf Stützen stehen.
Ist doch cool. Findest du nicht? Ich will nur kurz sagen, dass sie 10.000 kostet, ne? Oh. Wo steht das? Bau die mal irgendwo hin. Ja, wenn ich die baue, ist das Geld weg. Da. Ach so, da. Die ist bestimmt so teuer wegen der Stützen. Meinst du? Ich glaube, wenn du die irgendwo anders hinbaust, ist die günstiger. Die kostet 18. Was verhältnismäßig immer noch sehr, sehr günstig für eine Achterbahn ist. Aber. Okay, aber die können wir uns nicht leisten. Soll ich mal ein bisschen... Aber wenn ich das hier runterziehe, das kostet halt auch einfach Kohle, ne? Kannst du das nicht mit einem größeren Tool machen? Ja, du kannst da unten das Plus drücken. Ah ja. Kostet das jetzt was? Ja. Aber ich glaube, in der Zoom-Stufe siehst du die Dollarzeichen nicht, die wegfliegen. Ah, das kann sein. So. Ist die günstiger geworden? Nein. Nee. Soll ich die hier jetzt hinbauen? Boah, wir haben gleich schon fast keine Parkfläche mehr. Oder soll ich erst den ganzen Park planieren? Das kostet aber auch richtig viel Geld. Ja, aber wir haben ja genug Geld. Okay. Ach nee, nicht für die... Ach, ja doch. Objekte für ägyptische Gestaltung. Ich will geile Attraktionen haben. Oh, scheiße, wie viel das gekostet hat. Broke ass fuck. Nun gut. Upsi. Du weißt, dass wenn du die da jetzt hinbaust... Jetzt kostet die sogar mehr. Wieso ist die jetzt teurer? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Shit. Naja, doch, hier oben steht die noch über. Vielleicht liegt es da. Nee, aber auch als du die so zur Seite... Ah ja, stimmt. Och, und Rocket Blaster ist defekt. Ey, lass das Ding einfach abreißen. Das ist das hier, ne? Ja. Ja. Aber meinst du, dafür kriegen wir... Ich glaube nicht, dass wir dafür... Das war ein Scherz, bitte reiß das Ding nicht ab. Okay. Das nervt mich nur, dass es ständig kaputt ist. Ich finde das auch ein bisschen mies, dass die hier noch fährt, während sie gleichzeitig defekt ist. Ja, das ist ein bisschen unheimlich, ne? Zug. Aber es ist das Geld. Boah, die hat 1800 Kunden pro Stunde. Das ist eine Hammer, das ist eine Hammerattraktion. Wie viel kostet die? Nichts. Achso, ja, stimmt. Das ist unsere neue Strategie. Minus 200 Euro pro Stunde. Hm. Tja, aber was heißt das jetzt für uns, Max? Ey, lass darauf verzichten. Aber nicht, dass wir unsere Parkwertung dann 814. Ja. Die ist tippitopp. Aber wir haben auch noch nicht genug Besucher im Park. Wir müssen irgendwas machen, um... Okay. Guck mal, wir können die doch vielleicht... Oh, weißt du was? Geh mal auf das Geld. Nimm mal einen Kredit auf. Den werden wir doch eh nicht mehr zurückzahlen müssen jetzt. Oh, das wusste ich gar nicht mehr, dass das geht. Hä? Oh, das passiert instant? Ja, klar. Okay, krass. Hast du noch nie einen Kredit aufgenommen? Nee. Vielleicht auf deinem Konto. Was? Du auch noch machen. Okay. Oh, man kann auch Marketingkampagnen machen. Oh, das ist, was wir brauchen. Gratis-Gutscheine für Speisen und Getränke. Geil. Damn it. Nee. Alle. Ja, machen wir gleich. Buchen. Ey, komm, wir hauen jetzt richtig die Marketingkampagne an. Gutscheine für freien Ticket in den Park. Wollen wir das jetzt schon machen? Ja. Hauptsache Besucher ballern. 300 Euro. Werbekampagne für den Park. Das auch? Alles, ne? Hier, schön freie Fahrt im Riesenrad. Nee, irgendeine Attraktion, die keine Warteschlange hat. Riesenrad war doch ganz gut besucht. Ja. Ah, nee, Riesenrad ist gut besucht. Dann nimm das für den Twister da vorne oder sowas. Ah ja, genau. Dann ist man erstmal drin. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und wir bewerben Rocket Cards. Warum? Oder den Blaster? Ja. Der braucht ein bisschen Marketingkampagne, nachdem der so oft kaputt gegangen ist. Da müssen wir nochmal wieder das Image aufpolieren. Wir machen minus 1500 Euro in der Woche. Upsi. Und wir haben schon so viel Geld verloren. Ey, aber unsere Kampagnen kicken rein. Guck mal, 520. Achso, wir haben das Geld gerade für die Kampagne ausgegeben, ja. Komm, ich mach mal hier 27. Okay, aber was machen wir jetzt damit? Wieso dauert das so lange, bis man mehr Attraktionen kriegt? Das hier interessiert doch auch niemanden.
Aber denk bitte, Lisa, bau noch mal ein paar Dings. Weil ich habe wirklich da gehört, dass das gut sein soll. Die ganzen Dekos. Weil die den aber eher ägyptisch. Doch nicht jetzt! Ey, komm. Das kann doch nicht. Wir haben das sicher auf 10 Minuten gestellt, ne? Was ist denn los mit dem Ding? Keine Ahnung. Hier? Du weißt, dass das subjektiv ist, ob das schön ist oder nicht. Das wird am Ende ist es in der Programmierung einfach nur sein, wenn da ein Ding steht, erhöhe die Attraktion, egal ob das schön aussieht oder nicht. Verstehe. Och man, das bereitet mir echt Kopfschmerzen mit dem Rocket Blaster. Ja, mir auch. Machen wir hier so ein bisschen kleine... Damit die das nicht sehen, das Standding oder was? Das guckt nicht hin. Vielleicht so ein Banner mit einer Werbung zum für den Rocket Blaster? Kommt zum Rock. Was denn? Blaster. Okay, und deiner Meinung nach. Okay. Was denn? Naja, das Spiel wird halt nicht verstehen, was da steht. Dementsprechend auch keine Leute dahin schicken. Ja gut, aber die sehen ja einfach, da ist ein Schild. Ist doch geil. Okay. Ja, oder? Wahrscheinlich wird das wieder irgendwelche Attribute hochtreiben. Ja. Okay, ein paar Palmen wolltest du noch? Oh, da ist die Kotze neben der Bank. Eintrittspreis ist sehr günstig. 606 Besucher, Lisa. Unsere Kampagne kicken. Geil. Oh, guck mal, wie rasant das hochgeht. Holy shit. Ja, das ist ja richtig gut. 650 brauchen wir gleich, haben wir es schon einmal geschafft. Ne? Das müssen wir jetzt natürlich auch halten. Ja, mehr Bäume, mehr Bäume. Warum erhöhst du den? Weil die das gerade gesagt haben. Sehr günstig. Oh. Ich habe so voll den schizophrenen Charakter. Wir sind vor einer Stunde, habe ich dir gesagt, erhöhe das. Und jetzt ist es hier und sagt, warum erhöhst du es? Du. 630 Liter Wärmesuppe. Geil. Ist das nett? Okay. Ja, guck mal, das sieht doch jetzt schon richtig schön dekoriert aus hier. Das hier stört mich. Kann man das mal ändern? So. Also. 649, 650. Geschafft. Jetzt müssen wir das uns bewahren. Aber wir spielen jetzt ein Jahr lang weiter. Ja, wir bauen jetzt noch so eine richtig geile Attraktion. Aber wir haben die Kampagne fertig. Kannst du jetzt nicht vorspulen? Ja, warte mal, wie geht das nochmal? Irgendwo geht das, glaube ich. Da war das nur in 2. Nee, man kann die Zeit beschleunigen, bin ich mir eigentlich recht sicher. Aber wie? Na gut, dann müssen wir wohl das Jahr weiterspielen. Ich weiß es nicht genau. Das könnte. Ach, Rocket Riesenrad. Nee, okay, lass mal ein neues Personal einstellen, ganz ehrlich, weil das kann doch nicht sein. Mehr Mechaniker? Ja. Wir können die auch alle nochmal warten lassen, also die Wartungszeit besser einstellen. Ja, guck mal bitte, dass die alle auf 10 Minuten stehen. Ja, das ist wichtig. Oh, ach ja, das haben wir gerade festgestellt. Das ist schon. Boah, das läuft richtig gut, Robert Katz. Ich mach noch einen Mechaniker mehr. Nee, fünf Reihen. Nee, du hast schon zwei neue eingestellt. Okay, ich mach noch eine Hilfskraft. Und vielleicht noch ein anderes Maskottchen als ein Panda? Ey, guck mal, unsere Marketingkampagne bringt's richtig. Alter, 726. Ich habe so einen Park gesehen, das soll angeblich die Höchstzahl sein mit, ich glaube, das waren 7700 Besucher. Rocketrutsche ist defekt. Schon wieder. Das war schon.
7700. Was? Und da schon jemand? Ja, guck mal, geht wieder. Was glaubst du, geht bei einer Rutsche defekt? Keine Ahnung. Was, weißt du, wie viele, also nur fürs Verhältnis, ne? Mhm. Ich glaube ja eh, dass alle Zahlen in diesem Spiel kompletter Crap sind. Aber was meinst du, wie viele Besucher gleichzeitig in unserem Heidepark sind? Nicht so über den Tag verteilt, weil dann sind das mehrere Tausende. Ja. Aber so. Es ist schon 1000 Jahre her, dass ich im Heidepark war. Und ich bin unfassbar schlecht im Schätzen. Das sind zwei Kriterien, die das schwierig machen. Heidepark. Zeitgleiche Besucher. Ja, ich suche erstmal tägliche Besucher, weil vielleicht kann man das ableiten, wenn man guckt, wie lange zum Beispiel jemand im Durchschnitt bleibt. Ja. Also, 2017 1,5 Millionen Besucher. Im gesamten Jahr. Im gesamten Jahr. Du rechnest aus, wie viel das Dings ist, ne? Naja, ich kann jetzt natürlich das auf den Tag unterbrechen, aber es bringt mir nicht viel, weil es wird auf jeden Fall Tage geben, wo die Leute nicht kommen. Wo es unglaublich gute Tage sind und unglaublich schlechte Tage. Aber naja, da haben wir wenigstens ein Mittel. Naja. Also. 1,5 Millionen. Durch 365, obwohl wie viel haben die denn offen? Die haben ja nicht durchgängig offen. Bist du sicher? Haben die nicht, obwohl nee. Nee, im Winter haben die nicht auf. Heidepark Saison. März 28 bis 28 Oktober. Guck mal, unser Park hat er das ganze Jahr über offen oder springt er von Oktober in März? So, 4 Tage im März, 30 im April, 34, 31 im Mai sind 65, 95, ja, 126, 156, 186. Schiffschaukel ist fertig. 186 Tage. 1,5 Millionen durch 168. Nee, habe ich 68 oder 86? 86. Das sind 8000 Besucher am Tag im Durchschnitt. Boah, okay. So, wie lange bleibt man im Durchschnitt da? 5 Stunden? Ja, da gehst du schon eine Weile hin, ne? Ich würde sagen, 5000 zeitgleiche Besucher. Oh, ich hab. Oh, was? Max. Was ist los? Ich hab überhaupt nicht kontinuierlich nachgehalten, dass die Ausgänge die Ausgangswegfarbe haben. Das tut mir leid. Das ist mir nicht aufgefallen. Hä, aber hier ist das doch so. Nee, die Ausgangswegfarbe ist ja das hier. Ach ja. Oh, das ist mir auch nicht aufgefallen. Schade. 8000 ist schon echt viel. Ich hab ein Problem. Scheiße. Kann man das direkt unterbauen? Oh, das, genau, das passt genau, oder nicht? Nee. Nee. Eins zu wenig? Ja. Das ist auch super gefährlich, wenn das so schräg ist. Ist das so? Würde ich sagen. Was machst du jetzt? Nein, Lisa! Passt aus. Warte, nee, ich hab eine Idee. Gerade. Und jetzt noch da. Eintrittspreis ist wohl sehr günstig. Ah, ich muss schon mal runter. 850 Besucher. Geil. Das ist doch richtig nice. Hammer. Oh, guck mal, wie viele da schon rauskommen sind. Die haben eifrig drauf gewartet. Das ist ein Ausgangswinkel. Ich komm nicht raus. Dann gruselt man sich und dann ausgerechnet gibt es keinen Ausgang. Holy shit. Rocket Geisterhaus. Das hat aber. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen guten Zulauf hat. Da würde ich ja niemals reingehen. In den Geisterhaus? Nee. Warum nicht? Viel zu gruselig. Findest du? Ja, ich erschrecke. Ich bin ja auch ein kleiner Schisser, aber ich finde
Geisterhäuser einfach nicht gruselig. Echt? Gar nicht? Was habe ich gesagt, gibt es für eine neue Attraktion? Wasserrutsche oder sowas. Nee, hier, Schiffsschaukel. Hier, ich baue die jetzt alle so richtig weird auf die... Da kann man eh nichts anderes machen. Da müssen wir vielleicht in einer der nächsten Missionen noch ein bisschen drauf achten, dass wir unseren Park auch ästhetisch bauen. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf Wert gelegt. Das sieht einfach alles nur so mega random aus. Naja, das ist aber nur unser, wie gesagt, subjektives Empfinden, weil ich das Spiel weiß ja nicht, was ist schön, ja, was nicht. Ja, aber wir wollen ja, dass es schön ist, oder nicht? Ja. Eben. Wir wollen ja auch was fürs Krass, dass wir jetzt bei 18.000 sind. Einfach nur durch den Park einen. Ja. Okay, meine Strategie war völlig für den Arsch. Aber vielleicht gibt es ja demnächst eine, wo es ums Geld geht. Dann ist deine. Ja, aber Strategie die scheint ja trotzdem deine Strategie oder die Strategie, die wir jetzt fahren. Ach so. Ah, die ist jetzt. Ah, freier Eintritt in den Park ist beendet. Alle sind beendet. Alle. Hm. Warte, ich baue hier noch kurz Rocket Schiff Schaukel und dann machen wir die nächste. Nächste Kampagne? Nächste Kampagne. Marketing, Baby. Oh! Shit, wo baue ich denn den Weg hin? Nee. Hey. Was ist überhaupt? Ja. Oh, no. Warte, warte. Oh, oh. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß gebaut. Haha. Im wahrsten Sinne. Ich habe gerade wirklich 30 Sekunden weggeguckt. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Oh. Oh no. Ich hab's gleich. Jetzt muss ich nur noch mal an den... Ah, warte. Okay. Als wäre das der Ausgang von dem Geisterhaus gewesen, hätte mich das nicht gewundert, weil das so ein Frankensteins Monster ist. Aber bei der Schiffsschaukel. Sorry, warte, ich mach das hier nochmal. Keine Sorge. Wir kriegen das hin. Gar kein Problem. Schön, dass du meinen Gag einfach überhaupt nicht appreciated. Nein. Noch da. Nein. Warte, nein. Nee, doch, der war gut. Du hast einfach noch keine Zeit zum Lachen. Ja, ich muss mich. Jetzt schön in den Burgerladen rein, oder was? Wehe, du baust jetzt über den Burgerladen um. Nein! Wehe. Achso, okay, so machst du es. So ist es doch. Also, es sieht halt echt schäbig aus jetzt mittlerweile, ne? Holy shit. Schöner Park ist was anderes, aber die Leute finden die Schiffsschaukel auf jeden Fall geil. Gehen denn jetzt, lass uns das mal ein bisschen. Haben jetzt echt noch viel Zeit. Lass mal beobachten, ob die Besucherzahlen jetzt auch wieder runtergehen, bevor wir die nächste Marketingkampagne machen. Ich hätte gerne mal noch einen Preis für unseren Park. Wir haben erst nur einmal sauberster Park. Okay. Oh! Guck mal, die Besucherzahlen hier gehen schon direkt ein bisschen wieder runter. Bewertung ist konstant. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir das einhalten. Nee, also ich glaube, die jetzt unter 600 zu kriegen, wird sogar schwieriger, als sie so zu halten. Das stimmt. Sollen wir jetzt uns nochmal eine zweite Achterbahn wagen? Jetzt haben wir ja genug Geld. Ja, klar, können wir machen. Ja, ich finde die eh besser. Du hast da ja eh schon so ein schönes Schloch gebaut für die. Boah, die sieht ja krass aus. Hm? 10.000 Euro. Haben wir, ne? Nun, auf dem Weg bin ich gespannt. Oh nein. Oh nein. Warum? Ich kann dir sagen, warum. Warum? Weil wir hier diese einen Dings nicht abgesenkt haben. Die Besucherzahl sinkt signifikant. Wirklich? Ja, mit dem roten Pfeil nach unten. Krass. Der rote Pfeil heißt signifikant. Weißt du, wie viele Besucher wir gerade noch hatten? Nee.
348, jetzt haben wir 337, das ist nicht signifikant. Naja, aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz offensichtlich, ja, wenn die da extra Tendenz, ja. einen Pfeil machen. Ja, gut. Du. Naja. Ja, vielleicht wäre die günstiger gewesen, wenn ich das eine noch abgesenkt hätte. Ich glaube halt, daher kamen diese 10. Aber vorher hattest du das Ding ja komplett auf dem Berg und da waren die ja immer noch 1000 günstiger. Ja. Du, es ist teuer, so eine Stahlkonstruktion. Oh, und weißt du, was jetzt auch richtig heikel wird? Der Weg. Der Weg. Das war, was ich gerade gesagt habe. Ich bin auf den Weg gespannt. Mach mal hier. Ah, ich lehne mich mal zurück und genieße das Theater. Warte mal, guck mal, wenn die jetzt noch... Achso. 3 Züge mit 5 Wagen pro Zug oder 7 Wagen? 7. Ja. Maximalauslastung. Das ist auf jeden Fall hier noch richtig hässlich. Das machen wir schön. Und das... Meine Güte, was für ein Ofen haben wir noch dran? Nee, das passt ja gar nicht. Das passt ja gar nicht. Okay. Dass du die immer auch schon eröffnest, bevor du die Wege bauen. Meinst du, dann macht die mehr Minus? Ja, das hab ich schon. Oh. Das ist ab jetzt Geld. Aber egal, Geld haben wir reichlich. Stimmt. Ja, und der Eintrittspreis ist auch noch zu günstig. Bei Achterbahnen muss man solche, die lieben die Leute. Welche? Solche wie? Diese Zickzackwege? Ja. Also, lieben das die Leute oder... Ja, klar, guck mal, das ist doch... Lieben das die Leute oder liebt das der Freizeitpark? Weil ich hab sowas nicht so gern. Ja, ich hab das auch nicht so gern als Besucherin, aber wir sind ja... Ich meine, wenn es voll ist, geht es ja nicht anders. Also es ist ja nur eine logische Struktur, aber wenn es leer ist, nervt es immer so hart, ja, diese stimmt. Zickzack zu laufen, obwohl das so unnötig ist. Warte, einen noch da. Oh, diese Inkonsequenz hier mit den... Wegen nervt mich auch mit den Wegfarben. Müssen wir beim nächsten Mal einfach anders machen. Schön. Jetzt haben wir hier so einen komischen Platz. Naja. Jetzt können wir sie auch öffnen. Die Rocket Coaster. Coaster. Hammer. Was sagen die Leute? Ach, keiner denkt doch was drüber. Einer ist schon wieder weggegangen. Wieso gehen die weg? Du hast halt der Typ. Okay. Hä? Lol. Okay. Oh, wieso wird die noch nicht so krass angenommen? Das finde ich heftig. Ja, jetzt müssen wir... Wird die noch nicht so krass angenommen? Ja. Hast du gesagt? Ist der Eintritt ist aber auch frei, ne? Ja. Okay, da geht ja kaum jemand rein. Was denken sich die Leute? Nichts? Okay, vielleicht müssen wir kurz ein bisschen... Aber da gehen ja welche hin. Vielleicht brauchen wir mehr Deko. Oh, der ist nicht so traurig. So viel bezahle ich nicht für ein Eis, zwei Eis. Komm, mach das Eis auch umsonst. Nee. Wir sind's ja auch nicht. Okay. Boah, das wäre wirklich mein Traumpark. Stell dir vor, es gäbe einen Park, in dem du einfach den Eintritt, Eis essen kannst. Nee, in dem du den Eintritt bezahlst und ab dann alles kostenlos ist. Rundum sorglos. Das wäre geil. Hängende Achterbahn, ja. Gerade fertiggestellt. Die werden wir uns nach der Pause mal anschauen. Nach der Werbung. Und gucken, ob wir die noch hier irgendwo unterkriegen. Und unsere Achterbahn ist jetzt schon defekt. Bis gleich. Oh. Willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon. Die Rocket Coaster wird so langsam angenommen. Da könnten wir uns noch überlegen, ob die erst losfahren soll, wenn... die Wagen voll sind, warten auf halb voll. Sollen wir mal dreiviertel voll sagen? Das ist sonst so ein bisschen Verschwendung. Und alle 10 Minuten warten. Okay, wir haben gerade noch eine neue Attraktion. Sorry, wolltest du was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, dass irgendwas stimmt nicht mit unseren Attraktionen, dass sie so häufig kaputt sind. Es kann nicht sein, dass wir diese Achterbahn bauen und noch nicht mal 2 Minuten ist sie kaputt. Das ist auf jeden Fall auch ziemliches,
ziemlich krasses Risiko. Finde ich auch. Guck mal, aber die Zahlen, die Besucherzahlen gehen drastisch zurück ohne Marketingkampagne. Ich würde das noch nicht als drastisch bezeichnen. Wir waren bei 800. 850. Und 70 Besucher. Ja, okay, das stimmt. Okay, aber ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch diese eine Herausforderung mit der Hängeachterbahn. Und ich würde die gerne selbst bauen. Okay. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben nur noch 7000 Euro. Oh, und ich glaube, wir können gucken, ob wir vielleicht jetzt einen höheren Kredit aufnehmen können. Ja. Wir sind erst im Juli Jahr 2, nee. Das heißt, wir haben immer noch über ein Jahr vor uns. Ja. Boah, 31 Grad sind da gerade. Das wäre mir zu heiß für einen Freizeitpark. Würde ich zu Hause bleiben. Guck mal, Scheiße, wir sind gar nicht so richtig profitabel. Du hast mich gefragt, aber ich habe dich gar nicht gefragt. Bist du eine Achterbahnfahrerin? Achterbahnfahrerin? Nee. Gar nicht, das ist nichts für mich. Also würdest du auch bei weniger Temperaturen zu Hause bleiben? Ja, nicht. Ja, kommt halt drauf an, wenn es nur Achterbahn gibt, einen reinen Achterbahnpark, sag ich ja, würde ich. Ach, deswegen magst du auch den Potspark, weil es keine Achterbahn gibt, sondern nur so Larifari-Attraktionen. Den Potsblitz. Und das ist nicht mal eine richtige Achterbahn. Wieso? Das ist schon eine Achterbahn. Aber keine ernstzunehmende Achterbahn. Kein Front gegen den Park. Er ist ja explizit auf Kinder. Ja. Aber ich mag das gerne. Ich mach mal den Parkeingang ein bisschen teurer. Parkeintritt. Damit wir schnell die Achterbahn bauen können. Scheiße, wieso haben wir... Achso, weil ich die Achterbahn gebaut habe. Wieso vergesse ich das die ganze Zeit? Welche Attraktion würdest du hier am liebsten besuchen? In dem Park? Mhm. Die Wasserbahn. Ja, ich auch. Ich bin ein großer Fan von Wasserattraktionen. Die machen immer am meisten Spaß. Gerade bei 31 Grad ist das das Geilste, wenn du so ein bisschen Wasser abkriegst. Schade, dass man keine Sonnenbrillen verkaufen kann. Diese Wasserattraktionen sind immer die nervigsten, wenn es eh schon saukalt ist. Ja, und wenn man dann nass wird, das ist immer hart. Oh, guck mal, die Rocket Schiff Schaukel ist richtig beliebt. Und das Geisterhaus ja auch. Holy shit. Och, Twister. Ich verstehe nicht, warum das so oft defekt ist. Guck mal, vor 9 Minuten zuletzt gewartet, das ist das Problem. 8000. Wie kriegen wir jetzt schnell Geld? Aufnehmen kann ich nichts mehr. Das habe ich echt immer bei Airline Tycoon gerne gehabt, dass wir immer den Chat so hatten. Und wenn wir irgendwie... Nicht mehr weil es gibt bestimmt irgendeinen Kniff dafür, warum die Sachen so oft kaputt gehen, obwohl sie auf 10 Minuten Wartung stehen. Das stimmt, das müssen wir jetzt alleine. Oder es ist völlig normal und wir regen uns ganz umsonst auf. Ich kann mich nicht mehr so recht dran erinnern. Ich finde das jetzt auch eine sehr hohe Frequenz irgendwie. Soll ich hier nochmal ein paar Bäume hinbauen? Ja. Obwohl, nee, wir wollen ja sparen. Weißt du noch, unser geiler Coach, den wir bei Airline Tycoon hatten? Wer war das denn? Irgendjemand hat uns doch immer so ausgiebige Kommentare auch unter die YouTube-Videos gehauen. Besucher 1135 sagt, dieser Park ist wirklich sauber und ordentlich. Hat so einen Hunger und so einen Durst und trotzdem grinst der. Oh, das war gerade auf Klo. Upsi. Eintrittspreis ist ein bisschen günstig, dann mache ich den vielleicht ein bisschen höher, um mehr zu verdienen. Ja, wir haben einen Preis. Sicherster Park des Landes. Dafür sind unsere Attraktionen aber ganz schön häufig kaputt. Naja, es ist halt ja noch nicht so zerstört worden, dass es tatsächlich irgendwelche Opfer gab. Ich glaube, das ist schon viel wert. Aber, okay. Wie kriegen wir das hier besser hin? Rocket Coaster. Was passiert, wenn ich die selber bauen will? Vielleicht ist die dann ja günstiger. Oder hast du Angst, dass ich uns in den Ruinen bauen würde? Nee, ne? Nee, ich hab vor Ruinen habe ich gar keine Angst mehr. Okay. Es läuft finanziell so rund mit uns. Dann baue ich jetzt unsere eigene Hängeachterbahn. Ah, das ist bestimmt hier das Höhenlevel, diese Zahlen. Ne? Ja. Ich glaube, da musst du ein bisschen... Autofahren war das vorhin nicht Auto. Wir hätten das wirklich nicht alles Rocket am Anfang nennen sollen.
Aber du, das ist die erste Mission, die wir spielen. Wir lernen immer noch dazu. Es hat halt auch Branding-Gründe, weißt du? Ja. Du musst halt auch auf deine Marke achten. Ist halt nur super weird, dass wir das dann Six Beans genannt haben. Oh, ist schon. Okay. Hä? Okay. Es kann. Nee, ich glaube, warte mal kurz. Du hättest eine Kette bauen müssen. Ja, die Kette habe ich ja hier gebaut. Da ist es markiert. Ach so. Das kann man wahrscheinlich erst bauen, wenn man mit viel Schwung ankommt. Ja, warte mal kurz. Bis wohin geht denn deine Kette jetzt? Hier. Ach so, okay. Ich mach noch einen mit Kette. Und dann so. Helix abwärts. Gott, das ist eine crazy Bahn. Ha, sheesh. Und jetzt? Nee, aber der Helix macht nur Sinn, wenn du eine ganze Runde drehst. Warum? Okay, weil sonst baut er ja. Aber naja, versuch mal weiter zu machen. Meinst du, es geht? Na. Kann ich einschätzen. Ich kann nicht einschätzen, wie viel Schwung du an der Stelle hast. Ich auch nicht. Aber machen wir mal so. Oh, Bremsen sind auf jeden Fall auch wichtig für später. Ja, mach mal da doch so einen schönen Helix nach unten so rum. Dann fährst du nämlich durch deine Stützen durch wieder zurück. Oh, sheesh. Alter, das ist ja eine geile Idee. Okay, nice. Nochmal? Nee. Oder du willst es ja lang bauen, das weiß ich nicht. Ah, kann ich. Nee, dann machen wir das so. Und jetzt wieder hoch. Geht nicht. Da war ein Weg. Und jetzt? Ich bin echt gespannt, ob du genug Speed hast an der Stelle. Bin mir unsicher. Oh, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Oh, okay, Baumstamm rutsch. Oh ja. Komm, noch eine schaffst du. Eine, ja. Ja, ja. Geil. Oh Gott. Oh, warte mal. Guck mal, die kommt jetzt richtig geil hier unten an. Das war's schon? Nee, du hast recht. Aber jetzt könnte ich nämlich. Ja, ich mach mal so. Oh! Oh nein. Ich hab die Seite gebaut. Oh, das wird jetzt natürlich ein zäher Bauprozess. Okay. Dann bau sie doch bitte da unten direkt dran. Dann war es das jetzt schon. Hat sich jetzt erledigt. Ich weiß gar nicht, ob wir bis dahin noch wieder ankommen, ehrlich gesagt. Mit unserem Geld? Nee, mit der. Mit der Konstruktion? Mit einer Kurve, ja. Ja, was ist denn, wenn du jetzt aber nochmal einen Helix brauchst, Rechtskurve, die sind enorm teuer, ich weiß, aber wenn du die jetzt nochmal so einen Schlenker nach rechts machst, das geht ja auch ein bisschen nach unten. Ach so, ja. Also so. Ja, das ist eine gute Idee. So, und dann Helix ab. Ja, das könnte jetzt ein bisschen unser Budget echt. Nee, das, wir noch das, mal den der Bogen ist auch erweitern. Zu weit. Ja, das können wir uns auch nicht leisten. Hammer. Und ich sag gerade noch so, nö, finanziell mach ich. Ey, egal was ich sage hier, es passiert genau das Gegenteil. CFO, die Position muss ich dir, glaube ich, auf jeden Fall langsam auch wieder nehmen. Aber Besucherzahlen sind zumindest wieder über 800. Das ist schon mal erfreulich. Ja, warte mal, ich mache Helix abwärts links. Nee, das bringt nichts. Ach, guck mal, das bringt Geld zurück. Okay. Meinst du, es bringt? Ja. 9. Ach, guck mal, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Niveau schon mal. Jetzt verstehe ich das erst. Oh, nee. Hä? Okay. 9. Gerade. Oh, nee! Wir kommen nicht auf das richtige Niveau. Doch, weil du musst, glaube ich, eine früher nicht so eine steile Dings nehmen. Ah, aber die steilen sind doch geil.
Oh, das ist ja lame. Das wäre eine knappe Kiste. Scheiße. Weil den gehst du auch mit so echtem Tempo da in die Endstation rein. Das ist wirklich die lahmste Achterbahn, die man sich vorstellen kann. Wieso? Hä? Hast du das hier gesehen? Ja, und dann ist er vorbei. Und dann geht man mit Fullspeed hinten rein. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Ah, da war ich auch echt nie gut drin in Rollercoaster Tycoon, sag ich dir ganz ehrlich. Das Achterbahnbauen war. Ja, eigentlich müsste man auch noch ein paar Bremsen bauen, ne? Gibt es Bremsen? Ja. Ist das jetzt das gleiche Niveau? Ja, das ist nur meine. Oh, Scheiße, die kommt einen zu spät an. Nein! Warte, kleine Kurve. Geil, schließt. Aber wir haben keine einzige Bremse. Egal, für Test. Eine Bremse am Ende, so eine Alibi-Bremse. Bremsgeschwindigkeit. Oh, wir haben Minus. Ich muss schnell den Parkeintritt erhöhen, weil die sagen, dass es so günstig ist. Komm, 50. Nee, mehr als 45 soll man nicht. Nee? Nee. Hast du es gehört? Ja. Ein Dings? Okay. Weil es wohl 45 ist eine untere Grenze, was die Leute an Geld mitbringen. Und dann schließt du sie quasi schon vor dem Park aus. Oh, okay, krass. Das ist gut zu wissen. Okay. Warten sollten die auf jeden Fall schnell. Kannst du nicht eine Testfahrt machen? Ja, ich überlege gerade, wo das nochmal geht. Aufgehängte schwingende Sessel, ja, okay. Okay. Was ist denn das nochmal hier, glaube ich? Testlauf. Okay, jetzt wird's spannend. Glaubst du, es klappt? Hm. Also das. Oh, da ist voll viel Kotze. Das Endstück macht mir ein bisschen. Ja. Vielleicht müssten wir hier auch eine Bremse mit einbauen. Also da ist das Tempo nicht so gigantisch. Okay, es ist mehr Glück als Verstand. Oder hast du da eine Kette hingebaut? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Oh Gott, ist die lang. Und jetzt. Und jetzt wird sie wieder ausgebremst. Jetzt schleicht sie da wieder. Und die, nein, sie kommt nicht mal. Doch. Hä? Das kann doch nicht sein, du hast da eine Kette. Ja, ja, da habe ich auf jeden Fall eine Kette. Oh Gott, so langweilig. Ja, und jetzt fährt sie mit. Die einzige Stelle, an der sie Geschwindigkeit hat, fährt sie in den Bahnhof wieder rein. Oh Gott. Boah, es hat funktioniert. Oh, es ist langweilig. Holy shit. Geil. Krass, okay, ich hätte niemals gedacht, es war wirklich sehr, sehr schnell da am Ende. Ey, das passiert, wenn Leute, die nicht gerne Achterbahn fahren, Achterbahn bauen, sag's dir. Meine Güte. Aber ich muss mich gleich unbedingt mal hier um die ganze Kotze kümmern. Leute lieben das. So. Geil, ey. Unsere erste selbstgebaute Achterbahn. Hammer. Rocket. Ja. Self-made. What? Rocket Speed. Oh, ich hätte sie auch einfach Rocket nennen können. The Rocket. Oh, guck mal, wieso geht er da nicht rein? Rocket Speed sieht mir zu extrem aus. Digga, guck dir die nochmal an. Guck dir die bitte nochmal an. Da will niemand rein. Oh nee. Siehst du? Aber sorry, jetzt bin ich richtig sauer. Jetzt bin ich richtig sauer. Das ist, was ich vorhin zu dir meinte. So, selber bauen ist einfach Crap. Selber bauen ist Crap. Es kostet Shit. Unglaublich viel, es sieht immer scheiße aus und du hast immer die Gefahr, dass es entweder mega langweilig ist, überhaupt nicht funktioniert, irgendwelche Bahnen aus der Bahn fliegen oder Leute nicht reingehen. Und wir sind im Minus. Und wir haben über 10.000 dafür ausgegeben. Oh Mann. Warte, wir machen eine Marketingkampagne, wir haben zwar kein Geld, aber wir machen eine Marketingkampagne für Rocket Speed.
Wo bin ich? Oh, gleich gewittert. Ich mach mal schnell die Schirme. Ja, bitte. Das wird unseren Cashflow wieder ins Positive bringen. Weil, ja. Aber da, sorry, da werden wir jetzt richtig frech. Mach 20 bitte. Oh Gott, wir Arschlöcher. Da machst du eine ganz gute Marge mit dem Schirm. Och, ey, keiner geht in den Rocket Speed. Oh Mann. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Oh, guck mal, wie ist dunkel wird. Und die Schirme kosten 20 Euro. Oh. Bei Gewitter im Freizeitpark, das wäre für mich noch Horror. Ja, jetzt können wir mal schön schon mal auf unseren Umsatz schielen, der jetzt gleich explodieren wird. Wie viel bezahle ich nicht für Information 2? Für eine Information 2 irgendwas. Ja, wahrscheinlich für einen Regenschirm. Weiß nicht. Ja, komm, guck mal, hier nee, haben schon ein paar. Sehr gut. Der Preis geht nach oben. Ein Information 2, Parkwegweiser. Wieso kostet der Parkwegweiser Geld? Berechtigte Frage. Ich hab den 1 Euro teuer gemacht. Nein. Wir wollen doch, dass die Leute sich im Park zurechtfinden. Da hast du recht. Machen wir aber Verlust. Guck mal, wie schnell wir schon... Das ist doch ein Marketing-Instrument. Ja. Also in der realen Welt. Ob es in dem Spiel so ist, das weiß man nicht. Aber oh, Rocket Speed hatte noch keinen einzigen. Nicht einen einzigen? Mm-mm. Guck mal. Geh mal bitte auf die Auslastung. Ich glaube, ganz rechts ist das. Null. Wow. Ja, weißt du, wenn wir jetzt... Aber jetzt fahren sie es nicht, weil es regnet. Ganz ehrlich? Ja. Wenn wir ein richtiger Freizeitpark wären, ne? Mhm. Dann könnte uns so ein Projekt echt das Genick brechen. Das stimmt. Das stimmt absolut. Das ist keine realistische Wirtschaftssimulation. Müsste man hier anfangen. Na gut, unterm Strich hat uns diese Achterbahn auch das Genick gebrochen, weil wir waren im Minus, aber nur die Regenschirme haben uns wieder ins Plus gerettet. Das ist auf jeden Fall ein belastbares Geschäftsmodell. Einfach auf das Wetter zu hoffen. Oh, Rocket Baumsteinrutsche ist defekt. So, ich mache jetzt eine Marketingkampagne. Wo habe ich das denn eben gemacht? Okay. Werbekampagne für Rocket Speed. Oh, geht das alles kaputt. Und für den Park machen wir erst, wenn wir soweit sind. Ey, ich mache mal noch einen Banner, dass die Leute zu Rocket Speed gehen sollen. Der erste Besucher kriegt von mir eine richtig dicke Umarmung. Oh, da liegt Müll. Hä? Da sind Müller aber, ihr Arschlöcher. Ja, bau noch mal ein paar Pflanzen da auch hin. Ja. Aber das wird halt nichts daran ändern, dass die... Ganz viel Spaß bei... Rocket Speed. Eintrittspreis ist für den Park. Okay, ja, gut. Gut, dann erhöhen. Holy shit. Alles, was ich sage, ist halt falsch. Oh, es ist noch niemand damit gefahren. Krass, noch 31 Grad im Oktober. Aber gut, wir sind auch in der Wüste. Ne? Ein Mechaniker. Ja, shit, was machen wir jetzt? Das ist richtig traurig. Wie können wir das denn, das Ding ein bisschen deeskalieren? Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch viel dran rumarbeitet. Ich glaube, das Ende ist halt das Problem. Meinst du, das ist das Extreme? Ach, das ist das alle? Wenn ich mir Rocket Speed nur ansehe, wird mir schon übel. Hm. Das ist schade, Besucher 681. Er sagt es auch. Oh, der hat aber schlechte Laune. Rocket Speed sieht mir zu extrem aus. Ich will raus aus Rocket Riesenrad. Okay, der Typ ist einfach... Der hat sie nicht mehr alle. Der hat ganz doll Hunger. Der ist wie du, wenn du Hunger hast. Hey, ist fair. Kann ich nichts gegen sagen. Okay, du meinst vielleicht hier einen Helix weniger? Und ich glaube, dass man so schnell in das Ding reinbrettert am Ende, das gefällt den Leuten auch nicht.
Wahrscheinlich, ne? Komm, das machen wir jetzt noch, damit wir hier noch eine gefüllte Fahrt im Rocket Speed. Vielleicht solltest du da, guck mal, da wo die jetzt gerade ist, die Bahn, ne? Da, ja, wo es wieder hochgeht. Ja. Dass wir den Teil weglassen. Sondern da gerade bauen, weil dann verliert er nicht so viel an Geschwindigkeit. Und wir können den, dann machen wir da einen zweiten Helix hin und nehmen den dritten weg. Hier gerade bauen? Nee, noch weiter, weiter. Da gerade bauen? Mhm. Oh shit. Oh, das war ja richtig dumm von mir. Konntest du jetzt gerade nicht mehr nach vorne gehen? Nee. Oh, dann hat er wieder gebaut. So, mach, ab jetzt reiß alles ab. Hm. Oh, aber das gibt uns ja Geld. Was? Okay. Naja, aber es gibt uns weniger Geld, als es gekostet hat. Okay. Das ist fair. So. Mhm. Okay, wie komme ich da jetzt hin? Shit. Dann beende nochmal den. Ah, jetzt. Mhm. So, und dann würde ich sagen, baust du da gerade weiter, weil da hast du ja noch ein bisschen Geschwindigkeit. Und dann machst du da einen Helix hin. Warte kurz, ich muss. Oder eine schöne Kurve. Ein Helix. Schöne Kurve. Oh, neue Attraktion, Sessel. Hier? Nee. Schon nochmal gerade, ne? Einfach nur einen Helix. Ja, oder mach ein bisschen runter. Erst ein bisschen runter. Erst ein bisschen runter. Und dann Helix. Hm. Ach so, ich bin im Runterbauen. Warte. Gerade. Helix abwärts links. Aber komm, so ein Kreisel werden die doch wohl. Puh. Okay. Einfach nur runter, meinst du? Das wird die. Ja, mach mal ein bisschen runter und ja. Nee, mach mal gerade weiter. Und jetzt gleich dürftest du einen Helix bauen können, oder nicht? Wenn du noch ein bisschen. Ja. So? Oder noch weiter? Ich hätte noch gedacht, noch einen weiter gerade. Damit du so weit wie möglich weg von dem Sandding kommst. Von dieser Düne. Aber trotzdem nochmal runter, oder? Nee, weil dann. Du brauchst die Höhe ja, um den Helix zu bauen. Ah ja. Ah, oh, das passt nicht, glaube ich. Probier mal. Nee. Ach, doch. Das passt doch wunderbar. Oh, guck mal, und jetzt machen wir einen gerade. Mit einer Bremse. Auf. Hoch. Aha. Und dann. Helix abwärts links. Und dann runter. Du bretterst da schon wieder sehr rein, ne? Diese Bremsgeschwindigkeit, ne? Ist das die Geschwindigkeit, auf die er runterbremst, oder ist das die Bremseffektivität? Weil du hast dann nämlich vorhin 150 eingestellt oder so. Bremsgeschwindigkeit. Ja, aber vielleicht ist das die Geschwindigkeit, die das Ding erreicht dann. Nee, die kann man immer auf 107 stellen. Dann. Wenn du Bremsgeschwindigkeit auf 0 stellst. Dann bremst die nicht. Bremst die gar nicht, meinst du? Dann bremst die nur 6 km/h ab. Um 6 km/h. Das ist halt eine entscheidende Frage, weil es kann nämlich sein, dass die Leute das vielleicht deswegen nicht mochten. Die sehen doch nicht, wie ich die Bremsgeschwindigkeit ändere. Naja, aber die sehen, dass du mit 150 in den Stall da reinknallst. Ich mache jetzt nochmal an. Sieht doch 1A aus jetzt. Oh nee! Schön für dich, dass du nicht zur Toilette musst. Da ist der. Eine Person traut sich. Der Arme, der sitzt da jetzt ganz schön lange drin, denn selbst auf Viertel voll Höchstwartezeit machen wir kürzer. 30 Sekunden, 40 Sekunden. Was für ein schöner Abschluss für diese Folge. Eine Person immer noch. Das ist leider nur eine Hilfskraft. Kannst du mal die Gedanken anmachen? Von ihm? Rocket Speed ist das Geld wirklich wert. Die Person ist nicht mal gefahren. Ah doch, jetzt sitzt sie drin. Hä, wo? Ja, das Ding geht ja. Steht da. Hä, aber wieso fährt das Auto denn los? Ohne den Gast drin. Oh nein. Was? Oh, er hat einen Sixpin Speed Version. Müllbesucher, wow. Vielleicht habe ich die Wartezeit doch zu kurz eingestellt. Vielleicht hat die Person es nicht geschafft.
in der Zeit reinzukommen. Guck mal, da kommt schon die dritte. Das gucken wir uns jetzt. Hä? Besucher 1697 kann Rocket Speed nicht finden. Oh, jetzt kommen aber ein paar. Was Aufregenderes als Rocket Twister. Wollen wir denn jetzt plötzlich 6000? Achso, weil wir die Hälfte von der Achterbahn dekonstruieren. So, jetzt sitzen da aber ein paar drin. Wo kann man das denn nochmal sehen, dass die. Was die denken? Rocket Speed ist das Geld wirklich wert. Wir haben gute Laune in Rocket Speed. Waren sie schon los? Nee. Oh, guck mal, wie viele da jetzt kommen. Jetzt geht's ab. Jetzt, oh, guck mal, nee, es ist auf März gesprungen, also hat der Park ab Oktober, Ende Oktober geschlossen. Jetzt. Ach, es ist echt auf März gesprungen? Ja, okay. Jetzt fahren sie gleich los. Das beruhigt mich jetzt schon nochmal. Das war eine gute Idee von dir, den umzubauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur ein langer Zug ist. Vielleicht hätten wir das noch ändern sollen. Das ist eigentlich dumm. Aber ist doch schön, jetzt stehen die Leute da. Guck mal, genieß mal die Fahrt. Oh, wir haben die gar nicht mehr eben gegengetestet, ne? Doch. Nee, haben wir nicht. Oh, shit. Naja, was soll denn schon passieren? Ja, die ist halt weniger harmloser schlimm gebaut. Und hier habe ich auch schon, hier habe ich auch schon eine Bremse reingebaut. Jetzt geht's runter. Jetzt fahren sie ganz langsam wieder hoch. Oh Gott. Es ist immer so ein ganz kurzer Moment. Ihnen ist schlecht. Mir ist schlecht. Von dem kleinen Ding, das war wirklich das. Jedes Mal so ein kurzer Moment, wo man nicht genau weiß, ob das Ding stecken bleibt. Ob wieder hochkommt. Das wird noch spannend, Leute. Achtung, jetzt geht's ab. Jetzt wird gebremst. Und jetzt wird gebremst. Boah, ja, wir sollten, aber eine harte Bremse. Ja, wir sollten auch schon deswegen keine zwei Züge bauen, damit es da nicht zu einem Crash kommt mal. Oh, schön, dass wir das noch retten konnten, dieses Projekt. Ehrlich, ja, das gefällt mir gut. Mir ist furchtbar schlecht. Ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden, während ihr uns dabei zugeguckt habt, wie wir hier bei Rollercoaster Tycoon 1 unseren ersten Freizeitpark zusammengebaut habt. Seid bitte nächstes Mal wieder dabei. Morgen. Morgen, am letzten Tag dieses Jahres. Och, den verbringen wir schön gemeinsam. Gucken, wie wir unsere erste Mission schaffen. Bauen vielleicht nochmal. Ne? Ja, vielleicht bauen wir hier nochmal eine kleine Achterbahn oder sowas. Ich habe da jetzt ein bisschen Freude dran gefunden. Ja. Gut. Okay, dann bis morgen. Habt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.